Henrik, mach auf! Ich bin's, Nils. Jetzt mach schon auf! Ich bin nicht da. Mach sofort die Tür wieder auf, verdammt nochmal! Oh Mann, ja! Muss ja nicht so schreien. Hast du Kaffee dabei? Nee. Kopfschmerztabletten? Du hast deine Trainerstunde sausen lassen. Ausgerechnet mit Frau Engel. Die lernt's eh nie. Die ist drauf und dran, dich zu feuern. Ist doch gut. War das alles? Wodka, hm? Mhm. Ich weiß, macht sie auch nicht wieder lebendig. Aber es hilft. Lass mich, Mann. Das kann so nicht weitergehen. Weißt du, ich bin heute Nacht wach geworden, weil ich ein Geräusch gehört habe. Ich hatte vergessen, dass sie tot ist. Ich dachte, sie kommt einfach nach Hause. Du musst sie loslassen. Warum? Weil mein Leben weitergeht? Erstmal musst du hier raus. Hier erinnert dich alles an Annika. Das soll's auch. Steh auf, du kommst mit mir mit. Ich denke überhaupt nicht dran. Und ich denke nicht dran, dich hier deiner Depression zu überlassen. Entweder du kommst mit mir mit oder... Oder was? Oder ich zieh bei dir ein. Und dann mache ich mich in jeder Ecke breit. Mit meinem ganzen Kram. Du rührst dir überhaupt nichts an. Dann kommst du mit. Mann, du nervst! Das ist gar nicht gut. Hast du eine Tasche oder einen Koffer, dann packe ich das Nötigste. Schlafzimmer. Das glaube ich nicht. Den ganzen Weg? 287 lange Kilometer. Typisch Theo. Ich weiß noch, wie wir uns kennengelernt haben. Wie alt war er da? Mitte 20? Es war in einer kleinen Kaschemme in Kathmandu. Er kam rein mit einem weißen Sonnenhut auf dem Kopf. Sein Auto sei liegen geblieben, ob wir einen Abschleppdienst rufen könnten. Gibt's sowas in Kathmandu? Nicht da, wo wir waren. Dann hat er sich ein Maultier gekauft. Das Tier wollte nur leider keinen Schritt gehen. Der Arme. Bis er einen anständigen Jack hatte, verging eine ganze Woche. Und dann? Ja, und dann sind wir auf Tour gegangen. War eine tolle Zeit. Ich würde auch gerne reisen. Was hält Sie auf? Ich hatte vor kurzem eine Herztransplantation. Glauben Sie, er hätte sich über eine Tochter gefreut? Über eine wie Sie, ganz bestimmt. Wollte er Familie? Er hat eine Schwester, soweit ich weiß. Dann habe ich eine Tante. Wissen Sie, wie sie heißt? Seien Sie mir nicht böse, aber ich habe einen Termin. Und im Grunde wissen Sie ja alles. Nein. Ich meine, wir könnten uns doch noch mal treffen. Ich reise ab. Behalten Sie ihn als einen großartigen Menschen in Erinnerung. Hola, Carlos. Conrad. Tengo contato una cosa. Si tratta di Theo Klein. Sì, Theo Klein. Tiene una hija. Und warum gerade jetzt? Verstehe. Guten Morgen. Gut, dass Sie kommen. Können Sie reiten? Es gibt doch nichts Schöneres als den Tag mit einem Ausritt zu beginnen. Das glaube ich Ihnen. Aber Herr Saalfeld, was ich Ihnen sagen wollte... Ich hätte gestern doch zu der Lesung gehen sollen. Wieso? Ich habe im Stall Herrn Blumenthal getroffen. Das ist ein sehr interessanter Mensch. Geschichtenerzähler, Abenteurer. Und was fast noch wichtiger ist, Geschäftsmann. Ach, verkauft er noch etwas anderes als sich selbst und seine Vergangenheit? No, nicht überheblich, junger Mann. Sie hätten sich mit ihm unterhalten sollen. Kontakte knüpfen, Netzwerken, so heißt das doch bei euch jungen Menschen.
Ja, er ist Reiseveranstalter. Ich habe bereits ein Treffen arrangiert. Wir sollten ihn von einer Kooperation überzeugen. Und was soll uns das bringen? Also, wenn man seinen Worten Glauben schenken kann, reiche Unternehmer, gelangweilte Millionäre, was sagen Sie jetzt? Ich sollte öfter reiten gehen. Bei dem Treffen wäre ich gern dabei. Ja, gerne. Sobald Sie ohne Ihre Form am Arsch kommen. Dass Sie den Pool eigenmächtig gecancelt haben, hat dir nicht gefallen. Und Ihnen? Ich hoffe für Frau Ostermayer, dass Ihre seltene Pflanze dort wieder wächst. Sehr diplomatisch. Liegt was an? Haben Sie was für mich? Ja, die Hausbank hat angerufen. Was wollen die denn? Bücher prüfen. Irgendwer muss denen einen Tipp gegeben haben. Es geht um Unregelmäßigkeiten bei der Planung des Golfturniers. Frau Ostermayer, entschuldigen Sie meinen etwas übereilten Abgang vorhin. Aber ich habe noch etwas für Sie. Das war kurz vor dem Unfall. Vor seinem Tod? Bitte verstehen Sie, dass ich nicht weiter mit Ihnen über die Vergangenheit sprechen möchte. Da muss ich das wohl akzeptieren. So wie ich auch seinen Tod akzeptieren musste. Frau Ostermayer, ich will Sie nicht weiter belügen. Das haben Sie nicht verdient. Wie meinen Sie das? Der Unfall, die Notlandung. Es ist alles so geschehen, wie ich es beschrieben habe. Mit einer gravierenden Ausnahme. Ihr Vater ist nicht gestorben. Er lebt.